Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das letzte Video aus 2023. Unglaublich, wie schnell die Zeit wieder rum ist. Eigentlich sollte dieses Video schon am Donnerstag kommen, aber ich habe mich dann doch dazu entschieden, in dieses Video noch ein kleines Update zu meiner Heilsituation zu packen, weil es irgendwo schon für mich auch nicht das Wichtigste, aber ihr kennt es selber, wir sind Vollblutschrauber und ein Vollblutschrauber ohne Halle, keine Ahnung, ist wie ein Tuner ohne Führerschein. Das ist einfach nichts Halbes und nichts Ganzes. Deswegen belastet mich das Thema da schon so ein bisschen. Aber als allererstes fangen wir mal kurz damit an. Ich wollte einmal als allererstes Danke sagen, wirklich an alle, die mich das Jahr unterstützt haben. Natürlich meine Frau zu Hause, meine Familie, mein Mediateam. Nico sitzt hinter der Kamera. Vielen Dank für alles. Für alles, was wir so gemacht haben, die ganze Zeitaufwand. Und es ist bei uns wirklich teilweise, also da waren schon so ein paar 18-Stunden-Tage zwischen. Gerade neulich waren wir wieder 1342 Kilometer an einem Tag unterwegs. Das sind dann schon Tage, die, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Genauso alle Partner, die, mit denen wir das Jahr lang was zusammen gemacht haben. Es ist egal, ob es der Bilster Berg ist, Styrowerk, Chromfabrik, Schwan, MX Motorsports, Artium, Henkel, Dr. Klebe und ich, ach, ich kann sie gar nicht alle nennen. Ihr wisst auf jeden Fall, jeder, der sich angesprochen fühlt, vielen, vielen Dank. Ich weiß das wirklich zu schätzen, wie ihr mir das ganze Jahr über immer helft. Und natürlich auch in letzter Instanz an mein ganzes Team an Schraubern. Tom, Marius, Flo, Joni etc. Einfach vielen, vielen Dank. Umso mehr habe ich dieses Jahr auch gelernt, wie wichtig es ist, Freizeit zu haben. Bin jetzt Papa, der Kleine wird fast 2 Jahre alt. Das heißt, die Zeit verfliegt wirklich noch schneller, als man denkt. Und das nächste Problem ist einfach, wir sind halt auch viel am Wochenende unterwegs. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber ich würde mal sagen, wir waren locker von den 52 Wochenenden 30 unterwegs. Das ist dann halt schon viel. So habe ich dieses Jahr auf jeden Fall auch gelernt, wie man sich ein bisschen besser durchorganisieren muss, dass halt an manchen Stellen noch einfach ein bisschen Freizeit entsteht, dass man auch mal mit seinem Sohn, mit seiner Frau, mit seinen Kumpels einfach was machen kann und nicht immer nur an das Business denkt, YouTube, Videos machen, Grip, Autoschrauben etc. Das heißt, dass man da auch einfach mal ein bisschen Freiraum hat. Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, dass jeder von euch, der Schrauber oder Tuner ist oder meinetwegen ein Haus saniert, ich vergleiche es immer damit, man kann einfach nicht genug Zeit haben, weil es wird von alleine nicht fertig. Faulenzt man rum, ist das zwar mal ganz cool, aber die Projekte werden einfach nicht fertig. Das heißt, man muss auch einfach da am Ball bleiben. Als allererstes fange ich mit der nicht ganz so schönen Sache an von diesem Jahr. Und zwar meine Hallenthematik. Damals, als ich mich dazu entschlossen habe, diese Halle zu mieten, haben alle noch gesagt, alter Philipp, bist du dir sicher? Das ist eine gemietete Halle. Boah, lass da mal was zwischenkommen, das kann Ärger geben und so weiter. Ich habe damals gesagt, nee, der Vermieter ist so cool, wir haben einen passenden Mietvertrag gemacht, über 10 Jahre, mit meinerseits einer Option, den Mietvertrag auf 20 Jahre zu verlängern, ohne Mieterhöhung und so weiter, dass ich gesagt habe, nein, nein, das ist cool, wir kriegen das hin, ich baue diese Flächen um in Zusammenarbeit mit dem Vermieter bzw. der Hausverwaltung und deswegen kam es dann dort zu diesem Mietvertrag. Das heißt, 2022 habe ich angefangen, die Halle umzubauen. Da sind wir jetzt nämlich auch wieder bei dem Thema, wie die Zeit rennt. Das letzte Video zum Thema Halle ist 1,5 Jahre her. So, das heißt, diese schwebende Situation ist mittlerweile über 1,5 Jahre. Ich habe angefangen, mir eine Vision auszumalen, wie ich das Ganze am Ende hätte. Die Halle ist groß, über 400 Quadratmeter. Das heißt, da hat man jeglichen Traum erfüllen, den man gerne sich erfüllen würde. Für mich war eine einzige Sache wichtig, da sind wir wieder beim Zeitmanagement. Ich brauchte eine Halle, die unmittelbar auf direkten Wege zwischen zu Hause und Arbeit liegt. Das heißt, wir sind hier in Langenhagen, ein Dorf weiter Isernhagen, wo ich auch wohne. Dort ist auch die neue Halle. Das heißt, das hat sich perfekt gepasst, weil ich hatte irgendwie so ein bisschen den Traum und die Vision, dass in 2, 3, 4 Jahren mein Kleiner vielleicht mal mit dem Fahrrad zur Halle kommen kann, während ich da am Schrauben bin. Was jetzt hier in Langenhagen nicht geht, weil, also geht schon, aber ist dann für einen kleinen Jungen doch ein bisschen weit mit dem Fahrrad. Ne? Deswegen war es halt diese Halle in Isernhagen. Da gibt es auch nicht viel. Könnt ihr selber mal ImmoScout aufmachen und gucken, was es da an Hallen gibt. Da findet man wirklich fast gar nichts. Deswegen habe ich dann gesagt, ey, das ist cool. Der Mietpreis passt, ist wirklich günstig. Es ist viel zu machen. Das brauche ich jetzt gar nicht weiter erläutern. Guckt euch einfach das letzte Video nochmal an. Da wurde ja ein bisschen gezeigt, was seitens des
Vermieters auch alles gemacht werden musste, damit ich diese Flächen überhaupt erstmal mieten kann. Und dann ging es los, dass wir die Flächen fertig machen wollten, dass ich halt eine schöne Schrauberhalle habe. Ja, also Anfang dieses Jahres, Januar, ich kriege einen Brief von der Hausverwaltung bzw. dem alten Besitzer. Die kam übrigens aus dem Ruhrpott. Das heißt, die hatten eigentlich regional hier gar nichts mit der Gegend am Hut, sondern es war für die ein reines Vermietungsobjekt, ein reines Invest. Und somit sind wir auch perfekt zueinander klargekommen und haben halt gesagt, ja, cool, Mietvertrag, mach so, ist für dich safe, ist für uns safe, alles ist gut. Du kannst dir dort dein Traum erfüllen, wir werden nicht im Wege stehen. So, im Januar kriege ich einen Brief, ab sofort bitte die Miete auf ein neues Konto überweisen, weil es gab einen Besitzerwechsel. Unangekündigt. Klar kündigt man sowas nicht an. Sowas wird natürlich im Geheimen gemacht, bis es dann zum Kaufvertrag, zum Notar kommt. Irgendwann wird die Halle überschrieben und ab dem Punkt geht die Miete auf ein neues Konto. Da dachte ich schon so, okay, kann cool sein, war mir aber ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall negative Sachen mit sich bringen wird. Einfach aus dem Aspekt, weil es vorher so gut lief, dass es halt einfach in meinen Augen schon von vornherein klar stand, dass da irgendwas passiert. Kurze Zeit später, um genau zu sein, Käufer von dieser Halle, weil die Halle ist wirklich riesig, das sind über, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich sag mal so roundabout 30.000 Quadratmeter Hallenfläche hat dieses ganze Objekt in Summe. Das hat natürlich auch wieder eine Immobiliengesellschaft gekauft. Jetzt muss ich dazu sagen, diese Immobiliengesellschaft kommt tatsächlich auch aus Isernhagen, also eigentlich in Anführungsstrichen Nachbarn. Aber es dauert natürlich nicht lange, um genau zu sein, am 21.02.2013 kommt natürlich die Kündigung. Das muss man dazu sagen. Ich habe einen 10-Jahres-Mietvertrag. Natürlich in schriftlicher Form. Erfüllt auch alle Schriftform-Erfordernisse. Ich habe den Mietvertrag damals natürlich auch in Kombination mit einem Rechtsanwalt gemacht. Bliblablub, volles Programm. Wollen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen. Gibt Leute, die können das besser. Aber auf jeden Fall war mir von vornherein klar, okay, der neue Besitzer sieht jetzt nur die Flächen, wie sie jetzt aussehen, guckt, was ich dafür zahle und sagt sich, das ist zu wenig, da können wir viel, viel mehr für kriegen. Später stellt sich auch heraus, dass es genauso ist, aber wir fangen mal da an. 21.02. Sehr geehrter Kess, wir kündigen das Mietverhältnis zum obigen Mietvertrag gemäß der gesetzlichen Kündigungsfrist, blablablub. Der Vertrag erfüllt nicht die Schriftformanforderung zu Paragraph so und so, so und so, so und so. Okay, dachte mir so, cool. Vielleicht ist das erstmal eine reine Formalität. Man kann mit denen reden. An der Stelle möchte ich erstmal schon mal sagen, neuer Besitzer, neuer Vermieter, direkt eine Kündigung rausschicken, wenn es einen 10-Jahres-Mietvertrag gibt. Ob das so cool ist, ich bin eine Person, mit der kann man reden, steht auf einem anderen Zettel. Ich natürlich dieser Kündigung widersprochen, habe einfach ohne Rechtsbeistand einfach erstmal selber gemacht, habe einfach gesagt, es gibt einen gültigen Mietvertrag und den werde ich auch durchsetzen. Somit, kurze Zeit später, 12.05.23 dieses Jahres war es dann soweit. Die Immobiliengesellschaft hat sich einen externen Rechtsanwalt genommen, welcher natürlich mir auch ein Schriftstück zugestellt hat, in dem sie probieren, auch dort die Kündigung durchzusetzen. Auch dem habe ich natürlich widersprochen und eigentlich geht es in diesem Schriftstück von dem externen Anwalt, welcher übrigens zeitgleich seine Kostennote über 1.100 € mitschickt. An der Stelle immer noch, ohne dass ich ein einziges Mal mit dem eigentlichen Vermieter, dem Eigentümer gesprochen habe, schickt ein Schriftstück, das, wo erstmal ein bisschen erklärt wird, Gewerbemietverträge über länger als ein Jahr, welche Anforderungen der Schriftform es dort gibt, wie er auszusehen hat, wann er ungültig wäre, mit Rechtsurteilen, Gerichtsurteilen und, und. Auf jeden Fall soll meine Kündigung deswegen ordentlich sein, also deswegen gültig sein, weil in dem Mietvertrag kein Anhang ist, welcher Anhang die Flächen genau beschreibt, um welche Flächen es in dieser Halle gibt. Selbst das wusste ich aber vorher und genau deswegen habe ich nämlich mit dem alten Vermieter schon eine Anlage an den Mietvertrag gehängt. Habe auch das wieder ohne Rechtsbeistand einfach geantwortet, den zurückgeschickt, habe den gleichzeitig gesagt, hier, eure Rechnung könnt ihr vergessen. Und somit habe ich von diesem Anwalt, diesem externen Anwalt, auch nichts mehr gehört. Ein paar Monate vergingen. Auf einmal gibt es einen Hausanwalt von dieser Immobiliengesellschaft. Das heißt, diese Immobiliengesellschaft ist schon so groß, dass sie scheinbar für ihre rechtlichen Interessen einen eigenen Anwalt haben, der diese Interessen durchsetzen soll. Es ging so weit, dass der Herr auf einmal bei uns hier vor der Tür steht, geklingelt hat, mit mir sprechen wollte und so weiter. Da dachte ich schon so, oh, okay, wenn es doch so weit kommt, dass jemand endlich mit mir sprechen will. Wir reden jetzt über Zeitpunkt September. Die Sache läuft seit Januar. Es wurde erst ein externer Anwalt eingeschaltet und jetzt auf einmal wird zurückgerudert und man schickt den Hausanwalt, der mit mir reden will. Dachte mir so, okay, alles cool,
machen wir natürlich so ein Gespräch nicht alleine. Hab meinen Bruder mit dazu genommen, hab noch von mir einen externen, ich nenne jetzt mal Berater mit dazu genommen, der auch viel mit Immobilien macht. Und wir haben uns mit den Herren zusammengesetzt und haben einfach mal drüber gesprochen, was eigentlich so los ist, warum er jetzt auf einmal zurückrudert und vorbeikommt, ob es vielleicht eine Lösung gibt, ob wir irgendwas machen können und so weiter. Ende vom Lied ist, wir saßen bestimmt 2 Stunden zusammen, ist, das Ganze war mehr ein gegenseitiges Ausfragen. Genauso haben wir natürlich uns ein paar Gegenfragen überlegt, was diese Immobiliengesellschaft eigentlich mit dieser Fläche vorhat. Und da kam relativ schnell heraus, dass es geht einfach rein um Profit und Wirtschaftlichkeit. Man will die ganzen Flächen angeblich an einen Mieter vermieten. Damit das Ganze ein Objekt ist, wo nur ein Mieter drin ist, dann ist es natürlich mehr wert. Man kann es besser verkaufen, die Mieteinnahmen sind höher. Wir sind kein Immobilien-Channel hier. Das will ich jetzt auch gar nicht zu weit erläutern. Fakt ist, es geht dabei nicht irgendwie um, dass ich im Weg bin, dass ich zu laut bin, meine getunten Autos. Vielleicht habe ich ja vor, da einen Prüfstand einzubauen oder. Sie hätten Angst, dass ihr vorbeikommt, wir das ganze Gelände ständig belagern und so weiter. 0,0, darum ging es die ganze Zeit gar nicht. Deswegen habe ich die ganze Nummer auch nicht so verstanden, weil ich hätte nicht gedacht, dass eine Immobilienfirma in der Größenordnung es wirklich so nötig hat, über 400 Quadratmeter jetzt zu verhandeln, ob die da jetzt 1 Euro oder 2 oder 3 mehr oder weniger kosten. Beziehungsweise es wurde gar nicht verhandelt. Es stand von erster Sekunde an fest. Das hat der Anwalt dann auch nochmal bestätigt mehrfach. Ich soll von diesen Flächen Abschied nehmen und soll da raus. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man dann vorbeikommt, weil für mich ist Vorbeikommen eine Lösung finden. Mit mir kann man reden, mit mir findet man immer eine Lösung. Man hätte die Flächen anpassen können, man hätte sogar, ich will nicht sagen, sie verkleinern können, aber man hätte sie mit Sicherheit verbessern können für beide Seiten. Es gibt immer Lösungen, aber vorbeizukommen, über das reden und gar keine Lösung, außer du ziehst aus, im Kopf zu haben, ist für mich definitiv keine Lösung. Also war auch das Gespräch relativ schnell beendet und auf einmal am 11.12. kriege ich ein nächstes Schriftstück, diesmal direkt von dem Immobilienbesitzer, dass es jetzt zu einer außerordentlichen fristlosen Kündigung kommt. Weil sie hätten in dem Video 22, damals hatten die noch gar keinen Besitz an dieser Halle, hätten sie gesehen, dass da einige Sachen nicht konform wären. Das heißt, es geht jetzt auf einmal um solche Spielchen, Brandschutz, Statik und all so ein Zeug. Aber ich denke, ihr könnt selber nachvollziehen, etwas anzukreiden, was in einem Video viel, viel früher war. Das heißt, das belegt nicht den Ist-Zustand. Den Ist-Zustand kenne nur ich, weil es sind nach wie vor meine gemieteten Flächen. Man versucht jetzt hier über diesen Wege auch, sie haben jetzt gemerkt und haben zurückgerudert, oh, wir kommen aus dem Mietvertrag nicht raus, der ist safe. Das heißt, jetzt probieren wir es einfach mal über die Fristlose. Das heißt zum Beispiel auch solche Spielchen wie, dass genehmigungstechnisch es da zu Problemen kommen würde, was auch vollkommener Quatsch ist, weil laut Mietvertrag bin ich zuständig für die Genehmigung. Noch ist die Halle für mich ja gar nicht im Betrieb. Das heißt, ich bin ja noch am Umbauen, das ist noch eine Baustelle. Und solche Spielchen. Das heißt, aktueller Stand ist, den wollte ich euch einfach nur einmal mitteilen, aktuell läuft es auf eine fristlose Kündigung aus. Aus der habe ich natürlich wieder gesprochen. Und jetzt werden wir sehen, was daraus wird. Was kann daraus werden? Eigentlich ganz einfache Sache. Man kann sich einigen und den Vertrag auflösen gegen eine Zahlung für das Geld, was ich investiert habe und ich bin weg. Ich kann etwas anderes mieten und werde da glücklich. Ich kann bei mir aufs Grundstück eine Halle bauen. Das ist der Punkt, den mir alle empfohlen haben. Damals schon, ey, ihr habt so viel Platz hier noch auf dem Gelände, bau doch einfach eine Halle hin. Wollte ich aber nicht, weil ich wollte halt gerne was in Isernhagen haben. Oder tatsächlich gibt es für mich auch den Punkt, weil selbst das gestattet ist, ich kann auch sie untervermieten und mir die das investierte Geld darüber wieder zurückholen. Ne? Ich wollte euch diese Geschichte einfach nur mitteilen. Der eine oder andere hat nachgefragt. Ich habe lange damit gehadert, was mache ich? Nenne ich den Besitzer? Es wäre mein Recht, dies zu tun, tue ich aber nicht, weil ich, wie ich schon gesagt habe, jemand bin, mit dem kann man reden, mit dem kann man arbeiten, der auf Augenhöhe reagiert. Ich will, dass ihr wisst, was mich bedrückt, was ich mit rumschleppe, weil ihr seht, das ist keine Lösung hier. Wir schrauben in unserem Ladenverkauf. Ich habe etliche Visionen. Ich will schrauben, ich will machen, ich will tun. Wir müssen das Auto jedes Mal auf dem Anhänger hier reinkriegen und so weiter. Das ist auch der Hauptgrund, warum das ein oder andere Projekt einfach länger dauert. Ausgelagert wird, wir neue Projekte mit Partnern anfangen, wie mit MX Motorsports, mit dem BMW, weil ich es hier in der aktuellen Hallensituation einfach gar nicht umsetzen kann. Ich wäre aber schon lange gerne in der Halle drin, geplant war Mitte des Jahres damit fertig zu sein, ungefähr ein Jahr umbauen und fertig. So, das wollte ich euch nur einmal mitteilen. Das war jetzt die negative Seite des Videos. Da seid ihr jetzt alle auf dem aktuellen Stand. Nichtsdestotrotz könnt ihr aber gerne in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet, was euer Rat an mich wäre. Einfach nur vom Gedanken her, vom Gefühl her.
interessiert mich zum Jahresabschluss, haut es gerne mal in die Kommentare und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, das ist aber noch nicht alles. Natürlich war das Jahr auch positiv. Also ich fand zumindest, es war ein extrem cooles Jahr. Es ging mal wieder schneller rum als alles andere. Das liegt mit Sicherheit an der Familiensituation und auch an der Situation, dass mein Umfeld einfach extrem, extrem positiv ist. So muss ich das einfach mal sagen. Das heißt, wir sind keine Truppe, die sich herunterziehen lässt, sondern egal, was kaputt geht, egal, wie stressig es wird, wir halten immer zusammen und machen das Beste raus und haben natürlich auch unseren Spaß dabei. Jeder, der uns schon mal beobachtet hat, egal, ob es auf der Messe, auf dem Event ist und so weiter, keiner denkt, da wäre jetzt eine ernste Stimmung, sondern bei uns ist eigentlich schon immer ein bisschen Lachen, hier und da mal ein Bierchen trinken, unterwegs sein und so weiter. Ne? Und das macht einfach auch jedes Jahr zu einem geilen Jahr. Ne? Deswegen kann ich auch als allererstes an der Stelle, ich weiß, es ist jetzt schon wieder viel, viel länger geworden, aber ich hoffe, ihr fandet meine Worte doch ganz passend. Wir suchen wieder Verstärkung, wie es eigentlich immer ist. Wir brauchen mal wieder für unser Mediateam Verstärkung. Gerne weiblich oder männlich, ganz egal. Du solltest auf jeden Fall schon mal eine Kamera in der Hand gehabt haben, solltest cutten können. Da ist ja immer die große Frage, ob Premiere oder DaVinci. Nee, DaVinci heißt es, ne? Eigentlich auch, haben wir uns jetzt gesagt, eigentlich fast egal, ne? Fakt ist, du solltest Bock auf unser Leben haben, weil unser Leben ist ein bisschen anders. Das heißt, geregelte Arbeitszeiten eigentlich ja, aber es kann immer was dazwischen kommen. Viel, viel wichtiger ist, du solltest schon ein bisschen Interesse an Autos haben, weil es geht 24/7 um Autos. Aber wenn du Bock hast, bei uns mit dem Team zu arbeiten, als Videograf, Cutter, wie auch immer, bewirb dich einfach hier auf diese E-Mail-Adresse. Nico guckt sich das Ganze an und dann gucken wir im Januar mal, was so bei rumkommt. Ne? Einzige, was allerdings wichtig ist, Vollzeit und du solltest auch schon im Großraum Hannover wohnen. Also es geht nicht irgendwie jeden Tag 3 Stunden anreisen, wir abfahren und so, das funktioniert nicht. Sondern es sollte schon jemand sein, der entweder bereit ist, nach Hannover zu ziehen oder halt einfach eh schon hier. Und ja, wir haben geschafft in diesem Jahr mit diesem Video 138 Videos. Das Jahr hat 52 Wochen, normalerweise machen wir 3 Videos, das heißt, es wären über 150 Videos. Ein paar Videos haben wir ausgelassen, so wie die nächste Woche. Das ist das Video, das letzte Video. Oh, gab gerade Tacos fürs ganze Team. Nee, nennt man das Taco? Raps, ne? Raps, eigentlich Raps. Tacos wäre eher im Chip. Gab Raps fürs ganze Team. Und jetzt mussten wir noch schnell was aufnehmen. 138 Videos, das heißt, 10, 15 Videos haben wir ausgelassen. Jetzt ist erstmal eine Woche Feierabend. Hier und da gab es immer mal einen Engpass. Stimmt gar nicht. In den Videos sind keine Livestreams mit drin. Ab und an haben wir auch einen Livestream gemacht. Also wir haben schon viel geschafft. Wir haben mehr Videos als letztes Jahr geschafft. Deswegen kann ich auch da nur von einem Erfolg reden. Es war alles gut. Es waren in meinen Augen keine Lückenfüller zwischen, sondern das waren alles coole Videos, die auch, das ist bei uns immer cool, unsere Videos funktionieren auch nach Veröffentlichung noch. Ist jetzt nicht so, dass die nur 2 Tage relevant sind, sondern die ganzen Videos werden fortwährend weiter geklickt, weil einfach die Videos aufeinander aufbauen. Ich sag nur Thema Abarth, Thema Limo. Manchmal guckt man einfach in alte Videos wieder rein, um zu gucken, was einfach passiert ist. Ne? Das Jahr ging los mit, ihr seht es hinter mir, ich bin stolz drauf, dass das Ding so steht, wie es hier steht. RS4 Limo 2.0. Natürlich wäre ich gerne schon weiter, wäre dieses Jahr Veranstaltung gefahren und. Es war zeitlich aus den benannten Gründen einfach nicht machbar. Aber das Jahr ging los. Ich hatte mit Jean-Pierre eine Wette gemacht, dass das Fahrzeug läuft. Ich weiß gar nicht, 10.2. war es, glaube ich, 15.2. Es waren wirklich krasse Nächte, um das zu schaffen. Aber wir haben das definitiv geschafft. Am Ende ist es eine Auslegungssache. Haben wir es geschafft, dass das Auto läuft? War die Wette, dass das Fahrzeug fährt? Jean-Pierre und ich haben darüber gesprochen, das ist einfach scheißegal. Es war einfach in dem Moment nur, das Auto soll laufen. Somit gucken wir mal, was wir raus machen. Wir sind ja beide dann doch, also wir wissen ja beide, dass man auch hier und da mal ein bisschen Geheimnisse walten lassen muss. Theoretisch wollen wir gegeneinander ausfahren und wir gucken einfach mal, was das nächste Jahr so mit sich bringt. Aber Auto lief dann, erst ausgebaut, und dann habe ich noch eingebaut und habe mir auch tatsächlich einmal in der Karosse schon laufen lassen. Hi. Sehen die das Ding schon backen? Mhm. Also wenn du Gas geben würdest, fällt er um. Ja, wir wollen ja keinen Gas geben. Ja,
Dann kam allerdings das Problem mit der Ölerei von dem Motor. Das heißt, ich habe mich entschieden, alles wieder raus, anfangen zu zerlegen, gucken, wo die Ölerei herkommt. Wir haben die Turbolader nochmal geupgradet. Ich habe in den Motor reingeguckt. Wir haben an der ganzen Ölanlage, am Ölsystem, boah, habe ich gerade keinen Namen für. Fällt mir gar nicht ein. Auf jeden Fall haben wir uns alles nochmal angeguckt und ich bin jetzt der Meinung, dass so wie es jetzt gerade gebaut ist und die Technik ist jetzt gerade 99,7% fertig, es so ist, dass wir ready to race sind, dass es losgehen kann. Wie lange das Ganze hält, was da an Leistung bei rauskommt, ist übrigens eine der beliebtesten Fragen auf der Messe gewesen. Was willst du denn leistungsmäßig erreichen, weil wir da noch nie so richtig drüber gesprochen haben. Kann ich noch nicht versprechen, aber die Technik ist soweit, dass wir sie jetzt Anfang des Jahres auf jeden Fall wieder laufen lassen und hoffen, dass die Ölerei weg ist. Leistungsmäßig kann ich an der Stelle sagen, oder habe ich auch schon mal gesagt, ich will auf jeden Fall an der alten Leistung anknüpfen. Das waren damals 1300 PS und es soll natürlich tendenziell eher nach oben gehen. Basti TTD, den silbernen Kombi, den wir ja schon mal vorgestellt haben, der hat ja schon 1442 PS geschafft mit diesem Motor. Das heißt, das ist so eine Größenordnung, wo es natürlich gerne hin soll. Dann habe ich mich, bedingt durch den Todesfall letztes Jahr, bei auf einem Event dazu entschlossen, den Käfig reinzumachen. Das heißt, die nächsten Steps für dieses Auto werden sein, als allererstes Kahlbaum fertig bauen. Der liegt da hinten auf dem Tisch und ist so halb fertig. Ein halbfertiger Kahlbaum sieht immer scheiße aus. Deswegen habe ich ihn dann für die Messe lieber wieder rausgenommen. Den machen wir jetzt fertig. Dann lasse ich das Auto im Leerlauf einmal laufen. Das wird auf jeden Fall im Januar sein. Und dann gucke ich, ob gibt drei Varianten. Variante 1 zu Olaf, Motorenentwicklung auf dem Motorenprüfstand. Variante 2 direkt volles Ballett auf dem normalen Rollenprüfstand. Variante 3 ist erstmal Käfig einbauen. Weiß ich noch nicht. Finde alle Varianten geil. Muss ich so ein bisschen aus dem Bauch raus entscheiden, was gerade so drumherum los ist, was am meisten Sinn macht. So, aber sonst so bin ich mit dem Fahrzeug auf jeden Fall happy. Jetzt so, wenn das Ding wieder auf Rädern steht, ist es für mich einfach eine ganz andere Liga als auf Böcken, weil dieses Auto einfach irgendwie so klein und dieser Radsatz von Yusuf Ido Performance ist einfach so passend für dieses Auto, dass es mich einfach ja, immer wieder umhaut. Nächstes Projekt Anfang des Jahres kam aus Japan, habe ich geordert, einen Toyota Aristo, weil wir wollten den Barren umbauen auf 2JZ GTE Technik. Das heißt eine echte Supra Turbo Technik in den Non-Turbo Barren. Das Ganze hat auch wieder hallenbedingt Flo übernommen, hat er auch top gemacht. Er hat gesagt, ey, pass auf, hier, bring mir ein ganzes Auto, wir stecken das zusammen komplett um. Das heißt irgendwann First Start, ich weiß es nicht. Ja, erstmal müssen wir ein witziges Video einblenden. Der Barren aus Japan kommt. Also wie das mit dem Turbo und Heckantrieb ist, das muss ja natürlich erstmal gepflegt an angepult werden. Dann waren wir tatsächlich mit dem Ding auf dem Prüfstand, haben geguckt, was so eine Japan-Technik drückt. Es hat alles funktioniert, also haben wir uns dazu entschieden, Motor 1:1 raus, 1:1 in Barren rein. Seitdem ist das Auto in Anführungsstrichen unberührt, weil aktuell arbeiten wir an einer TÜV-Lösung. Ich habe immer gesagt, ich will dieses Auto 100% legal haben. Aktuell ist auch alles, was da dran ist, eingetragen, heißt Felgen, Fahrwerk, Bremse. Jetzt geht es gerade mit dem Motor weiter. Dafür musste ich eine originale Ansaugung besorgen und dann gucken wir mal demnächst, dass wirklich auf legalen Wege dieser Motor in dem Auto eingetragen wird. Nächster Step, Golf 3. Eigentlich nicht viel gemacht dieses Jahr mit dem Obergolf, aber eine einzige Sache war für mich wirklich prägend für das Jahr. Benny hat zum Dino Day eingeladen. Wir sind dorthin. Er hatte tatsächlich einen Radnaben-Dymo mitgebracht. Das heißt, wir konnten den Prüfstand direkt an die Räder schrauben und haben mit dem Obergolf 1072 PS am Rad gedrückt. Also die Vernunft hat leider nicht gesiegt. Nein, was sollen wir das Ding jetzt wegstellen und wieder 2 Jahre drüber grübeln, ob noch mehr gehen würde? Wir haben eben gerade eine Kerze rausgezogen, ich blende mal ein Bild ein, die sieht wirklich einfach perfekt aus. Weil nur weil das Steuergerät so ein bisschen sagt, hier und da könnte was klopfen, heißt es nicht, dass er was klopft. Und die Kerze sagt definitiv nein. Das heißt, wir werden jetzt probieren, noch mal ein paar Pesen rauszukitzeln. Und dann gucken wir, was passiert. Es ist halt wirklich, hier ist so ein Hass in diesem Auto und du denkst,
es dreht in den Ladedruck rein und das geht nicht mehr und dann dreht es noch weiter und noch weiter und du denkst, gleich fliegt es auseinander und dann dreht es noch weiter und dann in den Begrenzer rein, hier drin schallert alles, also wirklich. Ja, also jetzt machen wir aber tatsächlich Schluss, 1072, mehr ist jetzt auch nicht zu holen, Lader ist definitiv am Ende, waren jetzt 85% Taktung, kommt aber nicht mehr, waren weiterhin 3,5 Bar. Wir haben nur noch ein bisschen Lambda und Zündung zurechtgeschoben und haben jetzt eine richtig schöne Bilderbuchkurve hier mit 1072 PS. So. Radleistung, ne? Radleistung. Das war All-In, das Ding war ausprogrammiert, also da konnten wir nichts mehr holen. Aber 1072 PS, wenn mir das früher einer erzählt hatte, dass das Ding mit der Technik 1072 PS, wir reden hier von einem Gusskrümmer, wirklich an vielen Stellen noch einfacher Technik, am Rad, das ist nicht so viel weniger Leistung, als meine Limo damals zum Beispiel hatte. Ich hatte 1270 PS am Motor, auf dem Allradprüfstand. Das heißt, die Radleistung wird da auch nur so im Bereich von 1100 gewesen sein. Also das war schon krass. Genauso natürlich das Projekt dieses Jahr, was mich am meisten geprägt hat, wo ich am meisten gelernt habe, wo ich am meisten Spaß mit hatte. Abarth ist einfach aktuell mein Baby. Es freut mich auch, dass mittlerweile dieses Auto so krass polarisiert. Das heißt, egal wo ich mit dem Fahrzeug auf dem Trackday hinkomme, alle sofort, ey geil, da ist der Abarth. Oder das Auto stand auf der Essen Motorshow bei Wichers. Jetzt war es so, dass alle Zuschauer, die zur Messe reingehen, man kommt direkt in die Halle 7 rein. Und auf der rechten Seite stand direkt der Abarth bei Wichers und man hat immer gesehen, wie die ganze Schlange kurz gestoppt hat, weil da immer ein paar Leute standen, die sich das Auto angeguckt haben. Ne? Das zeigt einfach, dass ihr merkt, wie ich dieses Auto feiere, das respektiert und es genauso feiert. Weil ich bin ganz ehrlich, es ist ein Abarth, es ist kein BMW, es ist kein Audi, sondern es ist ein Fiat, da haben einige ein Problem mit. Ist für mich überhaupt kein Problem, aber ich finde es cool, dass viele von euch es dann doch so feiern. Dort 427 PS. Hätte ich niemals gedacht, dass aus diesem 1,4er Motor, der noch so weit seriennah ist, 427 PS kommen. Genauso, wir sind gefahren auf dem Bilzer Berg eine 1,51. Das ist noch nicht ganz meine Traumzeit. Ich bin der Meinung, mit dem richtigen Fahrer an dem richtigen Tag und dem richtigen Reifen wird das Auto auch in Richtung 48, 49 definitiv fahren. Für mich war aber immer an erster Stelle gar nicht so auf Zeit fahren, sondern erstmal das Auto zu lernen, weiterzuentwickeln. Und ich kann wirklich sagen, dieses Jahr ist das Auto jetzt nicht extrem viel schneller geworden, aber es ist wirklich extrem viel sicherer geworden. Letzten Jahres noch hätte ich jedem gesagt, du kannst mit dem Auto nicht fahren. Das Ding dreht sich, der übersteuert, untersteuert, er kippt um. Dieses Jahr kann ich sagen, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt kann ich frische Slicks draufstecken, kann eine Zeit damit fahren, kann jemand anders mitfahren lassen, weil das Auto, also wir haben wirklich alles gegeben und alles gemacht, dass das Auto so sicher und beherrschbar fährt, wie es jetzt gerade fährt. Ne? Und das ist auch das, was mich bei dem Auto so stolz macht, weil ich habe es nicht gelernt, ich bin auch kein Rennfahrer, aber ich glaube halt bis heute, wenn man durchs Leben mit offenen Augen läuft und einfach an allen Ecken und Stellen guckt, wie andere Leute Autos bauen, wie Hersteller Autos bauen, wie schnelle Autos gebaut sind, dass man auch selber da ziemlich nah rankommt und ziemlich viel lernen kann. Ne? Natürlich kriegt dieses Auto jetzt im Winter auch wieder ein Upgrade. Leider kam es auf der Essen Motorshow, dass ich jemals das sage, es kam auf der Essen Motorshow zu einem Motorschaden. Wir haben das Auto von Wichers abgeholt, haben ihn laufen lassen, haben Gas gegeben, alles auseinandergeflogen. Mittlerweile wissen wir, da wird ein Vorschaden gewesen sein. Wir zerlegen natürlich noch den ganzen Motor und gucken uns die anderen Zylinder an. Da wird einfach
Im Zweifelsfall war der Kolben schon gebrochen. Ich habe einmal im Leerlauf hochgedreht. Ich selber hätte niemals gedacht, dass bei diesen typischen Prollgasstößen im Leerlauf ein Motor auseinanderfliegen kann. Haben aber einige recht von euch. Es ist ein Unterschied, ob ich auf der Strecke mit 8000 Umdrehungen fahre, weil dort habe ich beim Turbomotor einen Ladedruck und einen Krümmerdruck. Das heißt, in dem Moment wird der Kolben zwangsweise nach unten gedrückt. Das heißt, ich habe eine hohe Drehzahl, wo es immer gefährlich ist, wo der Kolben am OT hoch und runter geht. Das ist genau der Punkt, wo halt diese Spannungsspitzen, diese Kräftespitzen entstehen. Dagegen wirkt aber logischerweise mein Ladedruck als auch der Krümmerdruck, weil zwangsweise Ventile aufgehen und der Kolben runtergedrückt wird. Oder der Verbrennungsdruck in dem anderen Takt dabei runter. Jetzt ist es im Leerlauf so, gerade auch noch im Drehzahlbegrenzer, man hat beide Sachen nicht. Das heißt, es kann einfach sein, dass deswegen bei dieser Drehzahl alles auseinandergeflogen ist. Auf der Strecke waren 8000 Drehungen kein Problem. Da habe ich teilweise sogar 8,3, 8,5 gesehen. Egal, hinterher ist man immer schlauer. Es war der Break-In-Motor, es waren Serienkolben, 427 PS, dass er überhaupt so lange gehalten hat, ist ein Wunder. Wir haben seit dem ersten Tag einen großen Motor in Zusammenarbeit mit Subi und IRP stehen. Der kommt da jetzt rein und so wie ihr mich kennt, vernünftige Türen sind fertig. Da hinten sind noch so ein paar andere Carbon-Teile. Natürlich geht es auch bei dem Auto weiter, weil wir haben auf jeden Fall noch viel vor. So, Marius Golf steht auch hier hinter. Da muss ich wirklich fairerweise sagen, Marius hat das ganze letzte halbe Jahr Vollzeit und auch vollkommen berechtigt Familie plus Haus gemacht. Marius wird in den nächsten Wochen noch ein drittes Mal wieder Papa. Schönste Zeit, die es gibt. Er hatte vor, davor in sein neues Haus einzuziehen. Das hat er auch geschafft. Das heißt, an der Stelle meinen vollsten Respekt, wie er das durchgezogen hat die letzten Monate einfach, weil alleine ein Haus fertig machen, das geht wirklich nur, wenn man so ein krasser Vollblutschrauber ist, wie wir es sind, dann auf alles verzichtet und nur noch ein Haus macht, weil er wirklich gefühlt alles selber gemacht. Also da waren nicht viele Sachen, die irgendwer anders gemacht hat. Hat dieses ganze Haus saniert, wirklich mit Fußbodenheizung, mit Fenstern, mit Böden, Wände rausreißen, Träger rein und so weiter. Deswegen ist es mit dem Golf nicht weitergegangen jetzt zum Schluss, aber auch da können wir definitiv erstmal positiv zurückgucken. Hat seinen alten Rekord gesteigert, ist 312 km/h gefahren auf einer halben Meile. Das Auto hat dann auch einen Motorschaden bekommen. Aber für uns war in dem Moment, oder falsch, wir haben dieses Jahr gelernt, ein Motor ist ein Motor. Und Blechschäden tun nochmal deutlich mehr weh. Also wir sind bei allen Fahrzeugen eigentlich froh, dass es nur die Motorschäden waren, weil sowohl bei Marius Golf als auch bei Abarth, man sieht, wie viel Öl aus so einem Motor rauskommt. Da kann halt einfach alles passieren. Marius hätte im Ziel, als der Motor geplatzt ist, das Öl hätte auf die hinteren Räder kommen. Er hätte ein bisschen gebremst, das Ding wäre links, rechts, vorne, hinten, eine Leitplanke und so weiter. Beim Abarth wäre es mindestens genauso schlimm gewesen, nur dass da noch die Hinterherfahrenden im Zweifelsfall sich auch noch abgelegt hätten. Ich sage nur als Beispiel, wenn ich mit dem Abarth, wenn dieser Motorschaden vor der Kuppe passiert wäre an der Mausefalle, weil da ist eine Stelle, wo man gerne ein bisschen zu krass runterschaltet und ich hätte von dort in die Mausefalle Öl gezogen, die nächsten 5 Autos, die hinterhergefahren wären, die wären alle in der Planke gelandet. Ne? Man soll natürlich immer so fahren, dass man alles im Sichtfeld sieht, aber gerade auf dem Bilzer Berg kann man nicht so fahren, dass man alles sieht, weil hinter einer Kuppe sieht man einfach kein Öl. Natürlich würde in dem Moment sofort der Streckenposten, die Flagge wehen und so weiter. Aber ganz ehrlich, wenn ihr in diesem Tunnel drin seid, fahren, 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 Bilzer Berg und so weiter, ich weiß nicht, ob man da sofort den ersten Streckenposten immer sieht. Ne? Deswegen sind wir am Ende, nach der Hessen Motorshow, Rückweg. Wir waren einfach nur froh, dass dieses Jahr alles gut gegangen ist, dass nichts passiert ist, außer ein bisschen Metall, ein bisschen Kolbenpleuel. Das kann man alles ersetzen. Wir sind ja noch jung und sind einfach nur froh, dass sonst nichts weiter passiert ist.
Sonst habe ich nur noch bei mir auf dem Zettel E36, neues Projekt, kommt dadurch zustande. Also eigentlich habe ich dieses Auto schon 1,5 Jahre. Anderthalb Jahre stand das Teil hier bei uns in der Firma, in der Halle rum und so weiter. Und das Auto kam genau mit dem Punkt, wo es auch losging. Halle, schwierig, dies, das, jenes. Somit Max umgezogen, Max neue Halle. Ich habe gesagt, ey Digga, ich weiß das wirklich zu schätzen, dass du mit mir dieses Projekt machst, aber lass uns bitte ein bisschen warten. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir beide wieder einen Kopf dafür frei haben und dann können wir dieses Projekt auch genießen. Dieser Punkt kam jetzt, Max ist in seiner Halle soweit fertig. Das heißt, wir haben jetzt den E36 komplett zerlegt. Ein Livestream war immer mein Traum, weil ihr wisst, ich mag Livestreams. Jetzt ist das Auto zerlegt und jetzt geht es da los. Das heißt, da könnt ihr euch auf jeden Fall in den nächsten Monaten auf coolen Content freuen. Der Content wird auch zu uns passen. Das heißt, der E36 wird noch ein bisschen mehr, wie ihr mich kennt, Leistung, Turbolader, etc. Mal gucken. Das war 2023. Jetzt wisst ihr, wo wir stehen. Ihr wisst grob, wie der Fahrplan für nächstes Jahr ist. Ich kann nur noch mal einmal Danke an alle sagen. Auch noch mal ein ganz dickes Danke an euch, dass ihr euch wirklich so viel und vor allem so lang diese Videos reinzieht. Unsere Videos sind meistens lang und trotzdem haben wir eine Watchtime von ungefähr 70%. Das heißt, ihr guckt euch wirklich fast alle das ganze Video an. Bei einem Video, was eine Stunde ist, ist das halt wirklich schon krass. Das weiß ich auch wirklich zu schätzen, dass es nach wie vor so viele Leute gibt, die so viel Zeit für diese Videos investieren. Das wird einfach daran liegen, dass ich vermute, dass ihr auch gar keinen Fernseher mehr guckt und wahrscheinlich die Videos auf dem Handy guckt, wie auch immer. Aber ich kann einfach nur sagen, danke dafür, danke für den Support, danke, dass ihr das überhaupt möglich macht, dass dieses ganze Interesse an diesen Autos und Projekten da ist. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest heute, frohe Weihnachten. Nehmt euch alle 2-3 Tage Auszeit, macht einfach mal Familie, denkt gar nicht an euren Job oder irgendwas, sondern einfach nur Weihnachten genießen, vielleicht nochmal mit Absicht ein paar Minuten länger bei Oma und Opa bleiben, weil dann ist schon wieder Silvester, es geht ins neue Jahr und dann sehen wir uns im Januar auch direkt wieder. Frohe Weihnachten, kommt gutes nächste Jahr, danke für 23, 24 wird auf jeden Fall noch krasser. Tschüss.